Ja, dann möchte ich mich auch erstmal herzlich für die Einladung bedanken und freue mich, dass ich heute auch einen kleinen Beitrag zu dieser Konferenz leisten kann. Vielleicht auch gerade ein Wort noch zu den Büchern hinten an dem Tisch. Dort liegt ein kleiner Band, den die Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben hat über Arbeiterwiderstand während des Ersten Weltkrieges. Das ist so ein blau-weißes Büchlein. Das ist kostenlos. Ich habe allerdings auch nur ein Exemplar davon dabei. Ich habe leider nicht mehr die bekommen, die man mir zuschicken wollte. Das heißt, also wer daran Interesse hat, auch einfach da auf die Liste schreiben. Das können wir, wie gesagt, dann kostenlos organisieren. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu meiner Person. Also ich bin, mein Name ist Marcel Bois, ich bin Historiker, lebe in Hamburg. Forsche im Moment über eine österreichische Architektin und Kommunistin, habe mich aber in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit der Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands befasst, habe darüber auch meine Doktorarbeit geschrieben, die auch da hinten auf dem Tisch liegt, und bin deswegen froh, dass ich jetzt heute sozusagen ein bisschen in der Geschichte vorausgehen kann und ja, so ein bisschen die Vorgeschichte der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, erzählen kann. Ich finde auch im Nachhinein ganz gut, dass wir die Veranstaltungen getauscht haben, weil ich glaube, dass mein Beitrag jetzt ganz gut an den vorhergehenden anknüpfen kann. Es ist der Abend des 4. August 1914. Und in der Berliner Wohnung von Rosa Luxemburg versammeln sich einige Vertreter des linken Flügels der SPD, also der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die Stimmung ist gedrückt. Angeblich, also so ist es überliefert, hat Rosa Luxemburg sogar kurz über Selbstmord nachgedacht, weil wir haben es in den vergangenen Beiträgen auch schon gehört, das Unfassbare ist geschehen. Wenige Stunden zuvor hat die sozialdemokratische Reichstagsfraktion den kaiserlichen Kriegskrediten zugestimmt, einstimmig. Also auch die Kriegsgegner in der Fraktion haben für die Kredite gestimmt. Und nicht nur das, die Fraktion hat sozusagen nach vorne ans Podium Hugo Haase geschickt, einen der Gegner des Krieges, um die Entscheidung der SPD zu begründen. Also die Gegner haben sich alle dem Fraktionszwang unterworfen und sind sogar so weit gegangen, dass sie gegen ihre eigene Meinung diesen Schritt gerechtfertigt haben. Sie unterstützten damit, also die SPD unterstützte damit nun also den Krieg, gegen den sie vor dem sie jahrelang gewarnt hatte, gegen den sie jahrelang gekämpft hatte. Genau wie alle anderen Parteien der Zweiten Internationale hat sie eigentlich einen antimilitaristischen Standpunkt vertreten. Wir haben das in den bisherigen Beiträgen gehört. Doch jetzt war Schluss damit. Die SPD trat jetzt für einen Burgfrieden während des Krieges ein. Also das heißt, sie versprach, dass sie keine Proteste organisieren würde, dass sie sich nicht gegen den Krieg äußern würde. Und die eng mit der SPD verbandelten Gewerkschaften taten dasselbe. Auch sie boten einen Burgfrieden an, also sprich, sie verzichteten für die Zeit des Krieges auf Streiks. Das Besondere daran, dass die SPD eben auch umgeknickt war, umgefallen war in der Antikriegsfrage, war eben, dass die SPD die damals größte und bedeutendste sozialistische Partei der Welt war. Sie war das Juwel der Internationale, wie Luxemburg-Biograf Peter Nettl einmal schrieb. Die SPD hatte vor Kriegsbeginn mehr als 1 Million Mitglieder. Bei der Reichstagswahl 1912 bekam sie knapp 35% der Stimmen. Also natürlich nur von Männern, weil Frauen durften damals noch nicht wählen, und stellte mit 110 Abgeordneten die größte Fraktion im Reichstag dar.
Aber nicht nur das, um die SPD herum entstand ein ganzes sozialdemokratisches Milieu mit Arbeiterbildungsvereinen, mit Arbeitergesangsvereinen, Turnvereinen, Konsumgenossenschaften und nicht zu vergessen eben auch den freien Gewerkschaften. Und bislang war die SPD eben immer eine klare Oppositionspartei im Kaiserreich gewesen und deswegen galt sie halt auch in der Internationale als besonders gefestigt. Und das machte eben ihr Abstimmungsverhalten auch so unglaublich für Sozialisten außerhalb Deutschlands. Wir haben das vorhin gehört, dass Lenin dachte, dass die Nachricht von der Zustimmung zu den Kriegskrediten eine lancierte Falschmeldung gewesen wäre. Aber ich glaube, der Grund dafür, dass die SPD eben all ihre Prinzipien über Bord geworfen hat, liegt genau begründet in dieser Verankerung, die sie in den Jahren, in den Jahrzehnten zuvor im Deutschen Kaiserreich gefunden hat. Es war die Angst vor einer Illegalität, die SPD dazu trieb, das, was Zeitgenossen als Verrat erschien, eben durchzuführen, also die Zustimmung zu den Kriegskrediten. Es war ein Ausdruck eines langfristigen Prozesses, nämlich der Integration der SPD in das Kaiserreich und die bürgerliche Gesellschaft. Es war auch die Angst davor, sozusagen einer Wiederholung dessen, was die SPD schon mal erlebt hatte. Es gab ja unter Bismarck die sogenannten Sozialistengesetze, wo die SPD jahrelang verboten war, in der Illegalität agieren musste. Und all das wollten die Parteirechten verhindern. Und genau das führte dazu, dass aus der revolutionären Antikriegspartei eine antirevolutionäre Kriegspartei wurde. Die Parteilinken trafen sich nun also in Luxemburgs Wohnung und wollten diskutieren, wie sie mit dieser Situation, mit dieser neuen Situation umgehen sollten. Es waren nur wenige Personen. Die Literatur nennt mal 6, mal 7 Namen. Unter anderem war das Ehepaar Dunker, also Hermann und Käthe Dunker. Es war der fast 70-jährige Franz Mehring, ein bedeutender marxistischer Historiker. Es war Wilhelm Pieck, der später Präsident in der DDR werden sollte. Und es war Ernst Mayr, über den mein Kollege Florian Wilde vor kurzem eine sehr schöne Biografie vorgelegt hat und der eben auch später der Vertreter dieser Gruppe bei der Zimmerwalder Konferenz sein sollte. Luxemburg hatte, obwohl sie große Differenzen mit der SPD-Führung hatte, nie Gleichgesinnte um sich geschart in der SPD. Also natürlich war sie im permanenten Austausch, aber sie hat nie sozusagen eine feste Fraktion vom linken Parteiflügel organisiert vor 1914, weil sie befürchtete damals, sich mit einem solchen Schritt innerhalb der Partei zu isolieren. Doch jetzt, wo eben der 4. August geschehen war, zeigte sie, dass genau das sozusagen ein Fehler war, dass ein Netzwerk ihr fehlte innerhalb der Partei, um den Kampf um die SPD zu organisieren, um ihn zu führen. Allen Anwesenden des Treffens war sofort klar, dass sie sich an den Aufbau einer Antikriegsbewegung machen wollten, dass sie sich darauf konzentrieren wollten. Umstritten war allerdings, welche organisatorischen Schritte sie dafür unternehmen würden. Welche organisatorischen Schritte sie aus dem Verrat der SPD-Führung ziehen sollten. In der Diskussion kam auch die Idee eines gemeinsamen, öffentlichkeitswirksamen Parteiauftritts auf, aber diese Idee wurde eigentlich sehr schnell wieder verworfen. Andere SPD-Linke haben diesen Schritt gemacht, beispielsweise Julian Borchardt, der Herausgeber der Zeitschrift Lichtstrahlen, der eben auch später zur Zimmerwalder Linken gehörte. Er ist kurz nach dem 4. August 1914 aus der SPD ausgetreten. Aber Luxemburg und ihre Genossen gingen davon aus, dass an der SPD-Basis große Verwirrung herrschen würde, Unmut auch über den Kurswechsel. Und deswegen wollten sie eben versuchen,
diesen Unmut zu kanalisieren, einen Kampf um die Partei zu führen. Und deswegen beschlossen sie eine Art Doppelstrategie. Auf der einen Seite war ihr Ziel, sich direkt an die Arbeiterschaft durch Flugblätter zu wenden, um so eine außerparlamentarische Opposition gegen den Krieg aufzubauen. Und zum anderen wollten sie eben auf allen Ebenen der Partei den Kampf um die SPD führen. Ein erster Versuch, sozusagen die Opposition in der Sozialdemokratie zu sammeln, fiel eher ernüchternd aus. Also sie sandten ungefähr 300 Telegramme an andere Sozialdemokraten mit der Bitte, sozusagen sich ihrem Protest anzuschließen. Und es kam nur eine positive Rückmeldung, nämlich von Clara Zetkin. Alle anderen reagierten nicht oder schlossen sich dem nicht an. Trotzdem zeigte sich eigentlich relativ schnell, dass es innerhalb der SPD rumorte. In vielen Ortsvereinen gab es starke Minderheiten, die gegen die Entscheidung des Vorstands waren. Auch in verschiedenen Parteizeitungen, lokalen Parteizeitungen, wurde gegen die Zustimmung zu den Kriegskrediten protestiert. Dieser Unmut erreichte dann auch relativ bald die Reichstagsfraktion. Ich habe das eben gesagt, am 4. August haben alle Abgeordneten noch gegen die Kriegskredite gestimmt, eben auch die Linken um Karl Liebknecht, weil sie sich der Fraktionsdisziplin gebeugt haben. Aber nachdem Liebknecht dann auf Parteiversammlungen scharf angegriffen wurde für sein Verhalten am 4. August, begann er eben auch gegen den Krieg zu arbeiten, schloss sich der Gruppe um Luxemburg an. Und bei einer erneuten Abstimmung über Kriegskredite am 2. Dezember 1914 stimmte er gegen diese Kredite als einziger Abgeordneter. Und das führte dazu, dass er natürlich schlagartig zu einer Ikone des Widerstands wurde, als einziger der Abgeordneten im ganzen Reichstag, der gegen den Krieg aufgestanden war. Im Lauf der weiteren Zeit gelang es ihm, immer mehr Abgeordnete auf seine Seite zu ziehen. Bei einer Abstimmung im August 1915, also knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn, lehnten dann bereits 36 Parlamentarier der SPD die Kredite ab. Luxemburg und ihre Genossen entschlossen sich, also hatten ja das Ziel, ihre Ideen und ihre Kritik an der SPD-Führung bekannt zu machen, in der Partei bekannt zu machen. Und deswegen entschlossen sie sich, eine Zeitschrift herauszugeben. Diese Zeitschrift sollte die namhaftesten Oppositionellen zusammenbringen, um eben möglichst weit in die Partei hineinwirken zu können. Sie sollte dabei helfen, das Netzwerk der Kriegsgegner auf ein ideologisches Fundament zu stellen. Und diese Zeitschrift bekam den Namen Die Internationale. Und die Gruppe nannte sich jetzt eben auch Gruppe Internationale. Die erste Ausgabe, also es ist zumindest überliefert, dass die erste Ausgabe ein großer Erfolg gewesen sein soll. Das heißt, von den 9000 Exemplaren, die gedruckt wurden, seien gleich am ersten Abend 5000 Exemplare weggegangen. Offensichtlich war der Bedarf nach klaren Worten und Ideen gegen den Krieg an der SPD-Basis enorm, weil man muss natürlich wissen, zu Zeiten von Zensur war es fast nicht möglich, sowas zu veröffentlichen. Und genau das zeigte sich dann eben auch bei der Internationale. Weil die Zeitschrift so erfolgreich war, erschien auch keine zweite mehr, weil nämlich die kaiserlichen Behörden gnadenlos das Blatt verboten und eben auch Mehring, Luxemburg und Zetkin, die an der Zeitschrift mitgearbeitet hatten, wegen Hochverrats dann angeklagt wurden. Doch all das, all die Repressionen halfen nicht. Infolge der immer stärker werdenden Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung entwickelte sich dann tatsächlich auch langsam eine kleine Antikriegsbewegung in Deutschland. Also im Winter 1915, 1916 gab es erste Hungerunruhen und am 1. Mai 1916 gingen dann 10.000 Menschen in Berlin gegen den Krieg auf die Straße. Es war sozusagen der erste öffentliche Protest gegen den Ersten Weltkrieg. Organisiert
war diese Kundgebung von der Gruppe Internationale, die weiterhin relativ klein war, aber der es offensichtlich gelang, 10.000 Leute auf die Straße zu mobilisieren. Bekannt ist sozusagen eine Szene aus dieser Demonstration. Karl Liebknecht ergriff das Wort und rief: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Er wurde daraufhin umgehend verhaftet, was wiederum aber sozusagen zu einer Radikalisierung der Antikriegsbewegung in Deutschland führte. Am 27. Juni demonstrierten 25.000 Arbeiter in Berlin für Liebknechts Freilassung und einen Tag später gab es sogar einen großen Protest in den Betrieben. 55.000 Arbeiter gingen in den Streik, gingen in einen politischen Streik gegen die Verhaftung von Liebknecht. Übrigens eine Gruppe, über die ich jetzt wenig spreche oder fast gar nicht spreche, aber ich will sie doch an der Stelle einmal hervorheben, spielte gerade hier und auch dann in den folgenden Jahren eine sehr wichtige Rolle. Es war nämlich eine Gruppe gewerkschaftlicher Vertrauensleute, die sogenannten revolutionären Obleute, die eben in diesem Streik, also im Vorfeld des Streikes, sozusagen dafür gesorgt haben, dass es diesen Protest gegeben hat. Die revolutionären Obleute haben dann später auch in der Novemberrevolution eine Rolle gespielt. Ihr führender Vertreter Richard Müller, über den vor ein paar Jahren eine Biografie auch erschienen ist, wurde dann auch einer der wichtigsten Akteure der Rätebewegung. Zurück zum Jahr 1916, weil parallel zu dieser aufkommenden Antikriegsbewegung sich auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der SPD verschoben. Die Opposition hatte zu diesem Zeitpunkt schon ungefähr Verbindungen zu Oppositionellen in 300 Städten aufnehmen können und damit sozusagen die Führung immer weiter unter Druck setzen können. Man muss dafür wissen, wir haben das eben schon so ein bisschen gehört über die Situation in der Internationale, dass eben auch die SPD im Prinzip in drei große Strömungen zerfallen war. Auf der einen Seite, also ganz links, standen die revolutionären Internationalisten. Dazu gehörten eben neben der Spartakusgruppe, wie sich jetzt die Linken um Luxemburg nannten, auch noch Zusammenschlüsse wie die sogenannten Bremer Linksradikalen, denen Johann Knief, Karl Radek und Paul Fröhlich angehörten. Sie standen auf den politischen Grundlagen, wie sie die Vorkriegssozialdemokratie formuliert hatte, nämlich, dass es keine Zusammenarbeit mit der eigenen herrschenden Klasse geben dürfte, sondern nur die internationale Solidarität der Arbeiter den Krieg beenden könnte. Mehr noch, sie wollten die Herrschaft des Kapitals stürzen und als Mittel dafür sahen sie eben Proteste und Massenstreiks von Arbeitern und Soldaten an. Auf dem rechten Flügel der SPD befanden sich die, ich nenne sie mal Sozialpatrioten, um den Parteivorsitzenden Friedrich Ebert, also jene Sozialdemokraten, die den Krieg unterstützten, die sich auch vom Kaiser teilweise für die Kriegspropaganda einspannen ließen. Das waren war der Teil der Partei, der auch die Gewerkschaftsführungen kontrollierte. Es waren diejenigen, die versuchten, kampfbereite Arbeiter in den Betrieben zurückzuhalten, um eben den Burgfrieden mit der Regierung nicht zu gefährden. Und den aufkeimenden innerparteilichen Protest versuchten sie eben auch autoritär zu unterdrücken, indem sie Kriegsgegner auch einfach aus wichtigen Parteigremien ausschlossen. Zwischen diesen beiden Flügeln, also den Sozialpatrioten und den revolutionären Internationalisten, gab es eine dritte Strömung, die als Zentrum bezeichnet wird. Dessen Vertreter verfolgten eine Politik, die man vielleicht als die Politik des sowohl als auch bezeichnen kann. Sie hatten anfangs mehrheitlich den Krieg unterstützt, aber durch die zunehmenden Horrormeldungen von der Front und natürlich auch unter dem Einfluss der Bewegung, die es in Deutschland gab und natürlich auch unter dem Einfluss der Partei Linken, bewegten sie sich immer mehr in Richtung Kriegsgegnerschaft. Gleichzeitig wollten sie aber keinen offenen Bruch mit den Sozialpatrioten sozusagen wagen. Sie wollten nicht die Einheit der Partei gefährden,
Und jetzt sozusagen ihr Ansatz, den Krieg zu beenden, war der, an Kaiser und Militärführung zu appellieren, dass sie sozusagen zur Vernunft kommen und Friedensverhandlungen eingehen. Dem Aufbau einer außerparlamentarischen Antikriegsbewegung unterstützten sie eher halbherzig. Diese Strömung schloss sich im März 1926 dann auch fester zusammen. Die nannte sich dann Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft, SAG. An ihrer Spitze standen Hugo Haase und Wilhelm Dittmann. Josef Herzfeld war der Vertreter dieser Gruppe bei der Zimmerwalder Konferenz. Und großen intellektuellen Einfluss hatte eben auch Karl Kautsky auf diese Strömung. Wir haben das vorhin schon gehört. Für die Sparta-Gruppe stand natürlich jetzt die Frage, wie man genau mit dieser Strömung umgeht. In den Diskussionen darüber kam beispielsweise der Vorschlag auf, eine gemeinsame Organisation mit ihnen zu bilden. Luxemburg war strikt dagegen, diesen Schritt zu gehen. Im Winter 1916 schrieb sie, dass es nicht darum gehe, Zitat, etwa die gesamte Opposition unter einen Hut zu bringen, sondern umgekehrt aus diesem Brei den kleinen, festen und aktionsfähigen Kern herauszuschälen, den wir um unsere Plattform gruppieren können. Weiter das Zitat. Mit organisatorischer Zusammenfassung hingegen ist große Vorsicht geboten, denn alle Zusammenschlüsse der Linken führen nach meiner bitteren, langjährigen Parteierfahrung nur dazu, den paar aktionsfähigen Leuten die Hände zu binden. Es bedeutete nicht, dass Luxemburg dagegen war, mit dem Zentrum zusammenzuarbeiten, aber sie glaubte eben, dass die inhaltlichen Gegensätze zwischen dieser Mittelströmung und den Linken zu groß waren, um eben einen organisatorischen Zusammenschluss zu machen. Und wie sie es gesagt hat, sie hatte Angst, dass sozusagen die Aktionsfähigkeit ihrer eigenen Strömung darunter leiden würde. Beispielsweise gab es in der Frage der Arbeiterstreiks, ich habe das schon angedeutet, große Unterschiede. Allerdings stellte sich diese Frage bald nochmal neu, weil Ende 1916 bewegte sich die SPD schließlich unaufhaltsam auf die Spaltung zu. Im Herbst des Jahres entschieden sich immer mehr Ortsvereine, dem Parteivorstand keine Mitgliederbeiträge mehr zu überweisen. Und nachdem die Opposition am 7. Januar 1917 eine erste Reichskonferenz organisiert hatte, beschloss die SPD-Führung deren Parteiausschluss. Also sowohl vom linken Flügel als auch von großen Teilen des Zentrums. Damit war das Schisma der Sozialdemokratie vollzogen. Die Partei hatte, ich hatte es gesagt, zu Beginn des Weltkrieges noch 1 Million Mitglieder. Jetzt nach dem Ausschluss der Linken und Rechten, und es sind natürlich über den Krieg auch viele rausgegangen, jetzt blieben noch 200.000 übrig. Also wir haben das, wir in Deutschland haben das auch in den vergangenen 15 Jahren gesehen, die SPD ist offensichtlich bereit, lieber große Teile ihrer Mitgliedschaft zu verlieren, als ihre Politik zu ändern. Das haben wir sozusagen auch im Ersten Weltkrieg die gleiche Entwicklung auch schon mal gehabt. Die Ausgeschlossenen organisierten dann im April 1917 in Gotha eine weitere Konferenz und beschlossen dort die Gründung einer neuen Partei, nämlich der sogenannten unabhängigen sozialdemokratischen Partei, der USPD. Auf der Gründungsversammlung nahmen Delegierte aus 91 sozialdemokratischen Wahlkreisorganisationen und 15 Reichstagsabgeordnete teil. Und diese neue Partei hatte eine sehr heterogene Mitgliedschaft. Also unter ihnen waren prominente Kriegsgegner der ersten Stunde, wie eben Hugo Haase oder Kurt Eisner, marxistische Theoretiker wie Karl Kautsky, aber eben auch theoretische Wegbereiter der Rechten, wie der Revisionist Eduard Bernstein. Und mit der Gründung dieser USPD, ich habe es eben angedeutet, stellte sich natürlich für die Linken auch nochmal die Frage neu, wie sie sich organisieren sollten. War es besser, unabhängig von der USPD zu agieren, oder sollten sie sozusagen eine Fraktion innerhalb dieser neuen Partei bilden? Und genau an der Frage spaltete sich dann auch die ehemalige SPD-Linke. Die Bremer Linksradikalen traten der USPD nicht bei, weil sie eben den ehemaligen Zentrumsleuten ihre schwankende und halbherzige Haltung vorwarfen. Auch Luxemburg nahm an der Kritik, die sie vorher formuliert hatte,
nichts zurück. Trotzdem argumentierte sie jetzt dafür, in die USPD einzutreten, also dass die Spartakusgruppe in die USPD eintreten sollte. Und ihre Überlegungen dafür waren folgende. Sie sagte, die deutsche Arbeiterbewegung braucht eine revolutionäre Massenpartei, die nicht nur gegen Krieg, sondern gegen das kapitalistische System als Ganzes den Kampf aufnimmt. Aber eine solche Partei falle eben nicht vom Himmel, sondern sei das Ergebnis eines langen Gärungsprozesses und dessen erste Phase, also die erste Phase dieses Prozesses, sei eben mit der Spaltung der SPD abgeschlossen, mit der Gründung der USPD. Also für sie stellte die Gründung der USPD einen bedeutenden Schritt nach links von substanziellen Teilen der Partei, des Parteiapparats und der SPD-Anhängerschaft dar. Gleichzeitig sagte sie wieder, diese neue Partei ist sehr uneinheitlich, die Spannbreite der Flügel sehr groß, dass es infolge von gesellschaftlichen Umwälzungen, beispielsweise einer revolutionären Massenbewegung, eine Krise dieser Partei unausweichlich sein würde. Und Leo Jogiches, auch ein bekannter Vertreter der Partei Linken, fasste die Haltung der Spartakus-Gruppe mit folgenden Worten zusammen, Zitat, es gilt ebenso die neue Partei, die größere Massen in sich vereinigen wird, als Rekrutierungsfeld für unsere Ansichten, für die entschiedene Richtung in der Opposition auszunutzen. Also es gab eine bewusste Entscheidung der Spartakusgruppe, in diese USPD reinzugehen, um dort sozusagen den revolutionären Kern stärker aufzubauen. Anfang November 1918 passierte schließlich das, worauf die Spartakusgruppe, wie viel habe ich noch? Ja, schaffe ich. Sollte ich schaffen. Anfang November 1918 passierte schließlich das, woraufhin die Spartakusgruppe jahrelang hingearbeitet hat. Eine Massenbewegung der Arbeiter und Soldaten stürzte den Kaiser, beendete die deutsche Beteiligung am Weltkrieg, erkämpfte den 8-Stunden-Tag, erkämpfte das Frauenwahlrecht, erkämpfte sozusagen die erste Demokratie auf deutschem Boden. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Spartakusbund auch weiter sozusagen sein Organisationsnetz ausbauen können, brachte 8 verschiedene Publikationen heraus, mit einer deren Auflage zwischen 25.000 und 100.000 lag. Und das muss man sagen, eine wirklich beachtliche Leistung, weil nahezu die gesamte Führungsgruppe des Spartakusbundes zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Ernst Mayr, über den ich vorhin kurz gesprochen habe, hat da beispielsweise ganz beachtliche Arbeit gemacht. Und dennoch war die Gruppe weiterhin im Verhältnis zu der gigantischen Bewegung, die Deutschland jetzt erfasste, winzig klein. Also der Spartakusbund hatte zu Beginn der Novemberrevolution vielleicht 3.000 Mitglieder. Luxemburg und ihre Genossen kämpften dafür, dass sich die USPD bedingungslos auf die Seite der revoltierenden Arbeiter und Soldaten stellte. Und ihr wesentliches Argument dafür war, wenn die Revolution nicht weitergetrieben wird, wenn die Arbeiter den Fabrikherren, dem Kapital nicht die Macht entreißen, dann wird die alte Ordnung zurückkehren und fürchterlich Rache nehmen. Und sie warnte auch davor, dass die SPD sich abermals mit der alten Ordnung verbünden würde und sozusagen eine negative Rolle in der ganzen Revolution spielen würde. Doch im revolutionären Überschwang des November 1918 vertrat Luxemburg damit eine Minderheitenmeinung. Als die SPD sich dann tatsächlich an die Spitze der Bewegung stellte, verkündete, sie wollte mit der USPD eine gemeinsame Regierung bilden, den sogenannten Rat der Volksbeauftragten, da willigte die USPD-Führung ein. Und das war der Punkt, an dem es dann zum Bruch kam, an dem der Spartakusbund sagte, wir verlassen die USPD und sozusagen gründen eine eigene, eigenständige Organisation. Luxemburg verkündete, Zitat, dass es für eine Partei der Halbheit, also damit ist die USPD gemeint, dass für eine Partei der Halbheit und Zweideutigkeit in der Revolution kein Platz mehr sei. Gemeinsam mit den Bremer Linksradikalen gründeten sie jetzt eben um die Jahreswende 1918-19 die Kommunistische Partei Deutschlands. Die Delegierten des Gründungsparteitages erwarteten ein baldiges Auseinanderbrechen der USPD. Doch in den folgenden Monaten passierte genau das Gegenteil. Die USPD wuchs rasant, eben auch, weil sie
weil sie sehr schnell die Rolle der SPD in der Revolution erkannt hatte, weil sie Ende Dezember schon wieder die gemeinsame Regierung verließ, weil sie Teil der außerparlamentarischen Bewegung wurde, weil sie natürlich dann auch nicht verantwortlich gemacht wurde für die Politik der Regierung. Und so gelang es der USPD, binnen weniger Monate ihre Mitgliederzahl auf 300.000 zu steigern. Eine große Streikbewegung im Ruhrgebiet, die Bayerische Räterepublik, ich kann sozusagen die ganzen Punkte jetzt nur aufzählen, oder auch der Kapp-Putsch 1920 führten zu einem weiteren Anwachsen der Partei. Im Oktober 1920 hatte die USPD 900.000 Mitglieder. Bei der Reichstagswahl im Juni desselben Jahres erreichte sie 17,9% der Stimmen dadurch, dass viele Arbeiter, die sich sozusagen in der Revolution neu radikalisiert haben, bei der USPD landeten, führte das auch dazu, dass die Partei sich radikalisierte, dass sie sich nach links bewegte. Die KPD hingegen griff überhaupt nicht in die Arbeiterschaft aus. Sie wurde Anfang 1919 zeitweilig verboten und kurz darauf wurden Luxemburg, Liebknecht, Jogiches und andere von rechtsgerichteten Soldaten ermordet und ihrer erfahrensten Führungspersönlichkeiten beraubt. Durch interne Streitigkeiten gelähmt, kam die KPD bei der Wahl 1920 gerade mal auf 2,1% der Stimmen. Neues Leben wurde dieser kommunistischen Partei dann ausgerechnet durch die Spaltung jener Partei eingehaucht, die viele ihrer Mitglieder 2 Jahre zuvor verlassen hatte. Rosa Luxemburg hatte letztendlich doch Recht behalten. Die USPD zerbrach an ihren inneren Widersprüchen. Auf dem Parteitag am 12. Oktober 1920 kam es zum Bruch. Es gibt die berühmte Rede von Sinofjew, der nach Halle gekommen war, um dafür zu werben, dass die USPD sich der Kommunistischen Internationale anschloss. Tatsächlich geschah das, also zumindest der linke Flügel der USPD wurde Mitglied der Kommunistischen Internationale, vereinigte sich also mit der KPD, wodurch die KPD über Nacht zur Massenpartei mit weit über 300.000 Mitgliedern wurde. Diese vereinigte kommunistische Partei sollte nun eine wichtige Rolle in den Klassenauseinandersetzungen der Weimarer Republik spielen, die Republik auch maßgeblich mitprägen. Und damit war letztendlich auch Rosa Luxemburgs Ziel erreicht, nämlich eine revolutionäre Massenpartei aufzubauen. Doch sie selbst erlebte das nicht mehr mit. Vielen Dank.